Guten Tag, die Polizei. Würden Sie mal die Waffe da bitte hinlegen? Einfach so auf die Motorhaube. Komm mal, behilflich sein bei irgendwas. Ich mache nur Fotos. Nur? Ja. Auf unser Fahrzeug? Ja, ich bin eine Social-Media-Influencerin, deswegen. Haben Sie denn eine Genehmigung bekommen, dass Sie das hier dürfen vor der Polizeiwache? Braucht man das? Ja, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, das ist alles nur Fake. Das ist alles nur für die Fotos. Das ist ja auch Fake. Ja, holen Sie mal Ihr. Das ist eine gute Idee. Wo ist denn Ihre Mutter? Die ist zu Hause, denke ich, oder auf der Arbeit. Okay, sagen Sie mal Ihren Namen. Cleo Meyer. Cleo Meyer. Und die Telefonnummer von Ihrer Mutter? Ich gebe dir mal die schwere Waffe. Warten Sie mal, bevor Sie. Muss die denn jetzt kommen? Also warum? Ja, weil sie minderjährig sind. Also wir wollen Ihre Mutter ja schon darüber informieren, was sie hier abzieht. Es ist ja heutzutage leider so, dass viele junge Leute, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind oder auf Social Media Kanälen, ziemlich viel für irgendwelche Follower machen. Ja, so auch hier die Dame oder das junge Mädel, was tatsächlich die Riesenidee hatte, sich auf dem Streifenwagen vor der Polizeiwache zu positionieren und Bilder zu machen mit einer Schusswaffe in der Hand. Ja, also das war schon relativ doof, die Idee, ja. Und wer weiß, was die noch macht, um irgendwelche Follower zu bekommen. Wie viele Bilder haben Sie denn jetzt von diesen Bildern, die Sie heute gemacht haben, mit dem Streifenwagen schon hochgeladen? Eins. Ja. Und die Reaktion war überwältigend? Eigentlich schon, außer jetzt ein Kommentar. Das war jetzt nicht so. Was heißt denn ein Kommentar? Ja, ich habe jetzt eine Nachricht bekommen, dass ich sterben soll, dass ich getötet werden soll. Ja. Darf ich mal gucken? Kann ich mal. Wieso schreibt man sowas? Ich meine, das ist ja jetzt. Ich habe niemandem was getan. Ja, haben Sie denn schon öfters Bilder hochgeladen? Ja, eigentlich läuft es richtig hallo, gut momentan. Hey, hallo. Cleo. Hallo. Sie sind die Mutter? Los. Wir hatten telefoniert, Ahrens. Ja, hallo, grüß Sie. Maja. Also Ihre Tochter hat hier auf dem Streifenwagen gelegen und hat hier Selfies gemacht für Social Media. So, und jetzt hat sie eine Nachricht bekommen hier, du dumme Kuh, du wirst sterben, ja, was ich jetzt gerade lese. Und könnt ihr gerne mal gucken. Da steht dann noch ein anderes Wort mit dabei. Okay. Okay. Das ist jetzt das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Also das sind ja schon harte Vorwürfe. Okay. Der Absender, der da geschrieben kennst du den? Ich weiß nicht, wer das ist. Irgend so ein Aaron oder keine Ahnung was. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gehört, Aaron. Ja, ja, wir haben jetzt Folgendes herausbekommen. Also dieser Aaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 folgt jetzt zwei Personen. Einmal ihrer Tochter und einmal Catlover 66. Was auch immer das sein mag. Okay. Also zwei sind ja auch wenig, ne? Ja, also er folgt zwei. Ja, ja. Es kann natürlich jetzt ein Fake-Account sein, aber von der Rechtschreibung her, ja, man sollte dich töten, du Schlampe. Mit zwei Theodor, Mann mit zwei Nordpol und das kann ja kein normaler sein. Aaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jemand aus deiner Klasse oder sowas? Ich kenne keinen Aaron. Wie viele Fotos haben Sie denn jetzt überhaupt schon mal? Hatte Ihre Tochter ein bisschen Probleme mit dem Atmen, kann das sein? Haben Sie Angst oder? Ein bisschen vor, ne? Ja, dass sie anfängt zu hyperventilieren hier. Ich guck rum. Also, guck mal, was auf jeden Fall schon öfter mal vor. Ja, ich guck mal, was zu trinken. Ja. Beruhig dich mal ein bisschen. Ganz ruhig atmen. Ein. Aus. Darf ich das dann mal hier so hinstellen für Sie? Ja. Sie können dann was trinken zur Not. Wenn es dann schlimmer wird, können Sie ja die Tüten nehmen. Hast du was gegessen? Nein. Weißt du, wie das geht mit der Tüte? Ja, einfach mal vor den Mund halten. Wenn vielleicht zeigt die Mutter ist, das mal. Genau, und dann in die Tüte atmen. Einatmen, ausatmen. Genau. Einfach nur. Ja, genau. Sonst können wir gleich noch mal irgendwas zu essen besorgen. Ja, sonst, können wir. Weil wenn sie es schon wieder gegessen hat. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Wolltest du mal die IP-Adresse prüfen über die KTU? Auf der Wache geht die Suche nach User Aaron weiter. Du kennst keinen, der irgendwie Rechtschreibfehler hat? Was ist denn mit deinen Ex-Freunden? Mein Ex-Freund, ja. Macht der Rechtschreibfehler? Bestimmt. Welcher denn? Hast du noch mehrere? Wie viele waren es? Nur zwei. In welchem Zeitraum? In den letzten zwei Monaten. Letzten zwei Monate zwei. Gehäuft, ja. Die Ex-Freundin in letzter Zeit, was haben die für einen Eindruck auf Sie gemacht? Ja gut, also dieser Manuel Braun, ne, hieß der, oder was? Der war schon ein bisschen aggressiv, der kam auch öfter mal vorbei, als es dann vorbei war mit euch, ne? Und, Drogen ausgesprochen, oder? Ja?
Ich hatte ein bisschen Angst vor dem auch manchmal. Ja, den habe ich auch nicht reingelassen. Also der war. Okay, wie haben sich die Drogen geäußert? Hat er auch angerufen? Er war relativ häufig dann bei uns. Bestimmt dreimal die Woche. Hat geklingelt und wollte unbedingt mit ihr sprechen. Ach so, und was mit dem. Hier, Tom? Gut, der war aber eigentlich Tom ganz. Wer? Ganz süß. Tom Bär? Ja, okay. Tom weiter? Klenk. Klenk. Genau. Der war der letzte jetzt, oder? Ja, genau, aber ja, der kam dann auch mit Blumen und Pralinen vorbei. Ne? Ach süß. Oder? Oder nicht gut. War wohl nicht gut, so wie es aussieht. Hm? Also, was passiert noch mit dem? Was ist denn mit. Nee, stimmt. Doch, der hat mir sie hat mir erzählt, hier auf dem Schulhof. Also das. Weil sie ja die Pralinen und Blumen nicht angenommen hat, genau, hat er sie Schlampe genannt auch. Okay, dann würde ja zu dem Kommentar passen, den er da geschrieben hat. Ja. Falscher Account und Schlampe, wenn das so ein Allgemeinbegriff ist. Muss vielleicht wirklich mal irgendwie hinlegen. Sollen wir mal hinlegen, oder was? Ja, aber wir müssen mal den Stuhl her. Komm mal her. Leg dich mal hin, tu mal den Stuhl hier in die Ecke. So. Dann setz dich mal hin. So ein, klar, sollen wir irgendwas? Kissen oder was? Ja, die wir bestellen oder brauchen sie es? Tu mal die Jacke, nimm mal die Jacke. Hoch, ja, so die Beine angewinkelt ist doch gut. Wenn es dann besser ist. Ist ein bisschen besser? Sie muss die Position finden, die am besten für sie ist. Es geht schon. Ist so. Jetzt besser? Okay. Und haben Sie, weiß ich nicht, eine Banane oder irgendwas vielleicht mal? Wir gucken mal. So ist gut. Also irgendwie. Geht? Sie wird aber ihr Kreislauf haben, ja, kann das sein? Ja. Hat die, ja, die hat ja wieder nichts gegessen. Wieso isst sie nichts? Ja, schauen Sie an. Ja, nee, das wegen ist ja nicht Model? Sie Model möchte wie Model aussehen. Ja. Aha. Woher hat sie den Social Media auch? Mit Sicherheit. Diese Vorgaben, die man dann immer sieht. Media, ich muss so toll aussehen oder was? Social Media, Fernsehen, ja. Das ganze Kram, ne? Der Junge, der seine Ex-Freundin beschimpft hat, trifft gerade mit seiner Mutter auf der Wache ein. Was ist denn passiert, um Gottes Willen? Ich erkläre es Ihnen jetzt, Frau Kleng. Wir haben eine Cleo Meyer. Die kennen Sie ja. Ja? Ich weiß nicht, inwieweit Sie involviert sind. Das ist wohl die Ex-Freundin von Ihnen. Gell? Die hat Bilder gemacht von unserem Streifenwagen. Mit unserem Streifenwagen hat die auch eingestellt in den sozialen Netzwerken. Und was soll ich sagen? Ein Kommentar war von einem Aaron 123456. Man sollte dich töten, du Schlampe. Interessant fanden wir allerdings die Schlampe. Dahingehend interessant, dass die Cleo uns gesagt hat, dass sie ihr wohl auf dem Schulhof Pralinen und Blumen oder irgendwas geschenkt hatte und sie die Pralinen wohl nicht wollte oder das Ganze ein bisschen verschmäht hat. Und sie hätten sie dann als Schlampe tituliert. Es ist natürlich auch so, mit diesem Account hier könnte natürlich sein, dass sie sich so ein bisschen rächen wollen. Was sagen Sie denn dazu? Völliger Schwachsinn. Ja, meinen Sie. Ich kann Sie noch mal zeigen. Also so sah das Ganze aus, der Kommentar dann, ja. Sie können ja auch mal lesen mit dem Töten. Also. Das macht mein Sohn nicht. Nee. So, Tom, also, Schwachsinn. Da waren wir stehen geblieben. Ja. Wieso ist es Schwachsinn? Weil ich niemals jemanden als jemanden. Na, jetzt sagen Sie nicht, als Schlampe titulieren würde, weil das haben Sie ja gemacht. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eine Morddrohung und das andere ist einfach nur auf dem Schulhof Schlampe hinterhergerufen, weil sie meine Pralinen nicht essen wollte. Nur um ihre Figur zu bewahren. Ja, aber ich weiß nicht, ob mir dann jemand so beleidigen soll, nur weil er irgendwelche Pralinen nicht essen wollte. Aber wissen Sie was, wir können das Ganze ja verkürzen tatsächlich. Es ist ja kein Problem, haben Sie ein Handy dabei? Ja. Ja, dann könnte ich ja mal gucken, ob möglicherweise dieser Account Aaron 123456 von Ihnen ist, oder? Was sagen Sie denn als Mutter dazu? Du rückst schon dein Handy raus. Oh, das muss doch echt nicht sein. Also Ihre Mutter ist ja relativ davon überzeugt, dass Sie es nett waren. Sie sagen mir auch, Sie waren es nett. Dann können Sie mir auch relativ zeitnah das Ganze hier erklären und dann können Sie auch eigentlich schon wieder relativ schnell gehen, wenn das so ist, wie es ist. Ich schicke ihr doch keine Drohmails. Überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Nun gib dem Herrn schon das Handy. Gut, das ist also Ihr Account. Brauchen Sie ja nicht zu schämen, ist ja nicht schlimm. Also ich kann Sie beruhigen, tatsächlich. Also das hier sieht nicht so aus, dass Ihr Sohn das geschrieben hätte, beziehungsweise diesen Fake-Account hier innehat,
oder Account, wer auch immer es ist. Ich habe auch jetzt den Manuel noch mal probiert, aber da geht ständig die Mailbox rein. Das ist ja unser zweiter, in Anführungszeichen, Verdächtiger, der das hätte sein können. Also ich komme hier auch nicht weiter. Weißt du was, dann gehe ich noch mal in die KDU und gucken, ob die irgendwas mit der IP schon rausbekommen haben, weil so kommen wir ja auch nicht weiter hin. Ja gut, versuche es. Versuche es wert. Ich guck mal. Gucken wir mal. Also wie gesagt, der Tom scheint es ja wohl jetzt nicht gewesen. Hallo, Nora Klink ist mein Name. Ich suche meine Familie. Die ist wohl hier, wenn Sie den Tom und Ihre Mutter meinen. Ganz genau. Wir brauchen aber einen Moment. Haben Sie es irgendwie eilig? Ich will eigentlich zum Fußballtraining, aber... Nehmen Sie mal einen Moment Platz. Ich danke Ihnen. Es wird nicht mehr allzu lang dauern. Danke. Im Fall der bedrohten Influencerin dauern die Ermittlungen noch an. Kann ich mal kurz zur Toilette gehen? Ich weiß nicht, ob du kannst, aber du darfst natürlich. Danke. Ich zeig dir. Ich komme mit. Okay. Ja, wie Frauen so sind, ne? Ja. Ja, nicht, dass sie mir wieder umfällt. Nee, vollkommen richtig. Okay. Alles gut. Zweite Tür, hier auf der linken Seite. Okay, danke schön. Okay. Okay. Kannst du gehen? Ist das denn? Das ist die Schwester von Tom. Willst du kommen, beziehungsweise können sich zu ihrer Familie stellen. Würden Sie sich mal da bitte so hinstellen? Sie sind ja relativ sportlich. Noch ein bisschen weiter rüber. So, genau. So, Frau Klenk, Ihre Tochter will wohl zum Sport. Wir haben die IP-Adresse, beziehungsweise wir haben die IP-Adresse zurückverfolgt. Und ich muss Ihnen sagen, sie kommt von Ihrem Rechner. Was? Die IP kann ich sein. Mit diesem Fake-Account ist quasi auf Ihrem Rechner im Haus installiert. Aber ich würde doch nie einer Jugendlichen so etwas schreiben. Das glaube ich. Wie können Sie es denn sonst erklären, dass das bei Ihnen auf dem Rechner ist? Also Fakt ist, da haben ja nicht so viele Leute Zugriff. Ich nehme an, Ihr Sohn und Ihre Tochter. So, wenn Sie es nicht waren und er einen eigenen Account hat, die Dame, die etwas genervt guckt, soll ich mal was sagen? Ja. Das Ganze relativiert sich dahingehend, dass es eigentlich nur Sie sein können. Wissen Sie auch, wieso? Nee. Das ist ja nun mal ein Fake-Account mit Aaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Wenn ich Ihren Vornamen, ich war zwar nicht so gut im Ermitteln früher, mit Nora rückwärts spreche bzw. aufschreibe, kommt Aaron raus, oder? Keine Ahnung, ich will jetzt eigentlich auch los. Also, keine Ahnung. Ne? Training. Was sagen Sie denn dazu? Ja, nix. Ihr Bruder wird es nicht gewesen sein. Der hat es glaubhaft versichert. Ihre Mutter brauche ich nicht zu. Sie hat auch gar keinen Nutzen davon. Da bleiben eigentlich nur noch Sie. Ja, mein Gott. Ja. Was kann ich dafür? Die Schlampe hat ihn einfach voll verletzt. Ganz ehrlich, das ist mein kleiner Bruder. Der hat es voll verdient. Kann ich ja nichts für. Außerdem war es sowieso nicht so ernst gemeint. Soll ich mal nicht so einscheißen? Gut. Fakt ist, mit der Schlampe, ich denke mal, das hatten wir ja schon öfters. Was sagen Sie denn dazu? Also, ich sag mal, natürlich hält die Familie zusammen, gar keine Frage. Aber das passiert halt auch nun mal. Ich glaub's ja wirklich nicht. Aber er hat mir so leid getan. Der war völlig fertig. Ja, aber dann machen Sie solche Hasskommentare, beziehungsweise das ist ja schon eine Bedrohung im Internet. Ja, das macht die Sache nicht besser, oder? Ja. Nora, das darf echt nicht wahr sein. Ja, sorry. Ja, sorry. Ab und zu mal Kopf einschalten vorher. Die Nora war das, die Schwester. Okay. Die Schwester? Ja, von dem Tom. Aaron, Nora. Deswegen Aaron, genau, Nora ist rückwärts. Nora, also ja Aaron rückwärts die, geschrieben. Nein, genau die. Und deswegen auch ein, denn die... Wie hat die das denn gemacht? Letztendlich... Hat es einen kurzen Hintergrund. Die Schwester war sauer auf sie, weil sie mit ihrem Bruder Schluss gemacht haben. Der Bruder hatte Herzschmerz und da hat sie sich dazu entschlossen, das mal zu kommentieren. Zu kommentieren, das Ganze öffentlich mal zu kommentieren. Und deswegen auch dieser Hasskommentar bzw. dieser Drohkommentar. Wie kommt man auf so eine Idee? Also, alles. Was ich kann dazu nur sagen, Social Media sind toll. Ja, wenn man damit umgehen kann.
Und wenn Stress wird, dann ist es natürlich nicht mehr so toll. Deswegen sollte man Social Media nutzen, wie man sie eigentlich nutzen sollte, als Freizeitvergnügen, aber nicht als permanentes Statement, was esse ich gerade, was mache ich gerade. Weil man hat dann Menschen dabei, die als Stalker relativ einfach ihre Opfer dann auch dementsprechend beobachten können. Die 19-Jährige hat sich der Bedrohung strafbar gemacht und bereut ihre Aktion inzwischen sehr. Die Schülerin hat ihren Social-Media-Account mittlerweile auf privat gestellt und postet nur noch gelegentlich.